Dann ist schon kaputt gegangen. Kann auch sein, ja. Alles möglich. Also ich. Boah, Das Camp Bruno. verbrennt. Also Bruno ist echt böse, du. Hallo und herzlich willkommen hier auf Gomenga TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist wie immer der Huskal. Hallo Huskal. Ahoi. Und der Soul. Ja, galalala, da ist er. Und wir spielen mal wieder The Forest. Ja, es ist wieder soweit. Dritte Folge heute. Ihr seht schon, wir sind ein bisschen. Wir haben uns mal bei hier im Häuschen getroffen mit dem schönen Sonnendach, wo die Treppe nicht rein will. Da hinten geht's noch nicht raus. Da geht's noch nicht raus. Der Balkon Ja, ich steht noch merk's nicht. gerade, was ist hier sehr Ja, gefährlich spring hier. da nicht raus. Der Balkon steht noch nicht. Ich habe nur die Tür schon Warte. gebaut. Schon mal vorbereitet. Ja, Dann und lock ich mal die ich habe Tür gehört, davor. wir sind heute eventuell, kriegen wir heute Oh, wir haben Verstärkung. Besuch. Wenn alles klappt, wir haben Besuch. Steht da jemand draußen an der Tür? Jetzt ist er weg. Wie ist weg? Okay. Wie dem auch sei, also wir machen ja heute weiter. Und was haben wir denn heute vor? Also ich habe ja einen Vorschlag tatsächlich. Ich würde sagen, wollen wir einen Tag am Strand verbringen? Ja, Ja, Schildkrötenpanzer. Schildkrötenpanzer sammeln, genau. Ja, genau, ein Tag am Strand, ja, immer wieder schön. Und fängt Ja, das gerade ich an würde mal wieder zu stürmen, zurückfühlen, ne? Mensch. Oh, Ja, mal danke. wieder Das ist forschen. aber nett von dir. Ja, ich dachte mir, ich möchte auch so ein Vogelhäuschen haben. Das ist immer so toll, wenn die Vögel hier so alle hinkommen. Ist auch ganz praktisch. Nee, wir brauchen nämlich Schildkrötenpanzer, ne? Ja. Weil wegen Vielleicht Wasser. finden wir die Höhle wieder, wo das Katana drin ist. Das war ja da, wo uns bei Staffel 1 die Base war in der Nähe. Wir Ja, erinnern uns. weil du weißt ungefähr, wo das ist. Ich weiß das gar nicht, aber du bist ja hier seelischer Führer. Und da war ja Strand A in der Nähe bei Staffel Also 1, oder? irgendwie habe ich heute, ist das total verschwommen beim Bewegen bei mir, das Bild. Der Kerl Irgendwie ist ganz bestimmt besoffen. komisch. Nee, die Vögel, die sind auch so komisch verpixelt, wenn die fliegen. Hä? Das hatte ich Vielleicht die sonst. Grafik erstellen ein bisschen Das weiter hatte ich runter. komischerweise letztes Mal nicht. Müssen wir mal gucken, ob das gleich weggeht oder ob hier irgendwas nicht so läuft, wie es soll. Müssen das mal beobachten. Okay. Was machst du Ja, da? der Zirnung bringt Betest uns du gleich da den auf. Kopf an? Oh, mbabalalala. Soul, was machst du da? Hab eingedrückt. Hä? Soul schmust mit dem Kopf. Ah, ekelhaft. Ja, ich finde auch. Ich komme mal zu dir. Ich renne hier durch den Wald. Alter, irgendwie habe ich das. Heute ist es pixeliger als sonst. Entschuldigung. Haben die irgendwas verändert hier an der Grafik? Ich jag da gerade nebenbei nur ganz viele Viecher. Also Nahrung haben wir genüge. Das ist gut. Ne, scheint immer noch zu sein. Ich weiß gerade aktuell nicht, woran das liegt. Falls mir da einer dabei helfen kann, wenn das in den Videos auch so ist, dann schreibt es mal rein. Das würde mich mal interessieren. Was ich da wo umstellen muss. Ach, du hast ja auch schon einen Bogen, sehe ich gerade. Ja, den habe ich mal Ne, letztens das ist ganz gekauft. komisch. Du hast so. Du hast das was bei euren Charakteren auch. Wenn ihr weiter. Wenn ich mich bewege, ja, dann werdet ihr verpixelt. Komischerweise. Das hatte ich sonst Das bei nicht. mir nicht. Ja, das hatte ich sonst auch nicht. Das ist neu. Das ist, ich weiß nicht warum. Das Unten macht. sind Kannibalen. Das ist nicht gut. Kannibalen. Kannibalen, Ach, ja. da am Strand, ne? Ja, Ein kleiner leider. Spaziergang am Strand. Das ist ja allerhand. Hier ist ein Zeltlager. Damals ein Ferienlager, oder wie war das? Da liegt irgendwas Fleischiges. Fleischig. Fleischig. Ja, es ist Bob. Es ist Kommt der Bob! Baum, ist da? Es ist Bob. Du hast, glaube ich, einen Können wir Hörsturz das gehabt. schaffen? Ja, wir können das schaffen! So. Da hätte ich gar nicht jetzt erst mal reinschauen. Markieren wir die Höhle und dann gehen wir weiter, oder? Also komischerweise ist das total verpixelt irgendwie. So beim Bewegen. Ich weiß nicht, woran es liegt im Moment aktuell. Das ist Ach, hier doof. sind Zelte. So. Wir haben jede Aufnahmesession was Neues, stelle ich fest. Das ist hier unsere schöne, die zwei lustigen drei ist das hier. Die zwei lustigen drei plus. Leute, ich könnte mal dezent Hilfe gebrauchen und vor mir und hinter mir sind Kannibalen. Du bist halt zum Anbeißen, Soul. Ja, ich merk's. Go, go, Oder auch Gadgetto. weiblicher Kannibale. Ja, siehst du? Da habe ich doch Ja, das gesagt, sind du also bist die zum. Gründe für Vertanen. Wo bist denn du? Ich Ja. komme gerade entgegen, Aber du. wo ist denn der? Da sind doch gar keine. Doch, doch, die sind weiter hinten. Hier Ach, habt da gerade hinten. Da, jemanden. jetzt rennen sie, jetzt rennen sie. Ja, das ist Hi! gut. Hi! Hallo! Lady in Black oder in Red. Ich glaube, du hast mir gerade eine Ähnlich gestorben. Keine Ahnung, du bist mir, glaube ich, Du reingerannt. sollst ihm das doch nur in den Hintern schieben, den Speer.
In den Hintern? Du bist schon ein bisschen bah, also... Ich hab nicht ein anderes Wort dafür genutzt, ja? Also, ich hab doch nur gesagt, dass du bah bist, weil du, also... hat die mich gehauen? Aua! Tja, das ist so hol. Ja, und ich bin so gut wie... Du sag mal, so geht das ab. Jetzt ist er hin. Jetzt leg dich nieder, so. So, weg damit. Also wirklich, ich nehm jetzt auch, ich nehm jetzt die hier, die Axt, zack. Wie die Axt im Walde. Die nehmen wir jetzt erstmal mit. Bis wir mehrere finden, dann verbrennen wir sie alle. Kriegen wir Knochen raus. Lagerfeuer. Merkst du was? Ja, das ist ja das erste weibliche Exemplar, das was heute auftaucht, ja. Stimmt. Deswegen. Ja. Und wer hat das kann man doch nicht einfach, das kann man doch nicht einfach so liegen lassen, ja. Ja, muss man gleich mitnehmen, ne? Ja. Und wer hat sie mitgebracht? Wer ja. Wird wieder Häsen? Ja, ja. Ja, okay. Wer ist hier wieder der Notgeile? Was heißt der Notgeile? Ich hab kaum, nicht drum gewinnt, kaum sieht er eine Frau, bringt er sie mit, weißt du? Und dann haut die und beißt sie zu und kratzt, das geht doch nicht. Du hast aber auch einen Frauengeschmack, mein Gott. Also wirklich. Ja gut, bei diesem normalerweise ist es ja andersrum. Normalerweise beiß ich ja. Ach, du beißt, okay. Hast du denn wenigstens das entsprechende Gebiss dafür? Das ist jetzt hier nicht als warte mal, ich muss nachgucken. Oh, tatsächlich. Ich hab das richtige Gebiss zum Zubeißen. Papierzähne, was willst du mehr? Damals vom Kriege, ne? So war das. Welcher Krieg? Bist du schon unten, Huskal? Ja, ja, ich warte. Alter, wie lang ist denn das Seil? Bring einfach runter, dann geht's schneller. Ja, danke. Ihr könnt jetzt auch Shift gedrückt halten, dann rutscht sie einfach runter, es geht auch schneller. Schon wieder ein Totenkopf. So, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Hey, ich hab hier effektiv nichts, was ich sehe. Das ist aber viel. Ja, ich sehe hier gar nichts an Umgebung. Oh, da hängt eine Leiche. Und Geld. Oh. Was braucht man denn für die Knochenrüstung? Zweimal Stoff, dreimal Knochen und? Drei Stoff und 6 Knochen. Hä? Nee. Ach doch. Ach, mir fehlt ein Knochen, okay. Was zum Geier machst du da oben, Huskel? Ich sehe dich auf irgendwas einschlagen, aber ich sehe nicht warf. Was? Ja, ich hab das Spielzeug gefunden. Ich höre hier kleine Kannis. Kannibales. Doch, schuss mich doch nicht so, Gobby. Da ist das Teil, okay. Vorbei, ja, also es. Leute, falls das jetzt wirklich auch bei euch so pixelig lag, dann tut's mir leid, da muss ich irgendwie nochmal die Grafik verändern oder so. Aber irgendwie ist komisch. Ach, den meinst du, hier. Ich komm nicht hoch. Oh, rechts war der Mutant. Bingo Bongo. Leute, ich komm nicht hoch. Was? Probier erstmal nochmal. Oh, nein, das, bei mir. Das klingt nicht gut. Ist das hier bei uns? Da ist das Fleisch noch am besten. Oh. Ich bin gerade umgeplumpst. Hilf mir, bitte! Hilf mir! Ja, ist das Fleisch, das halt dir nur ganz bisschen. Ja, ich muss erstmal zum Feuer kommen. Kann es sein, dass ich irgendwie bei euch in der Luft häng? Ne, irgendwie nicht. Keine Ahnung, ist eine Höhle. Du bist halt über uns. Ich weiß auch nicht, ob das in der Luft ist oder ob du oben auf dem. Wieso ist der über uns? Der ist aus der Höhle wieder raus. Warum? Angst? Weil. Du hast Angst? Ich glaub, da geht's lang, Gobinger. Ich komme. Smeargold riecht den Weg. Smeargold riecht den Weg, genau. Da, wo es am meisten stinkt, da müssen wir hin. Ja. Ja, da ist das Katana und alles. Ja, schön. Ja. Ja. Das bringt uns doch voran. Hallo, Mr. Samurai. Ich hätte gern Ihre Waffe. Genau. Da muss ich eine Taschenlampe, oder? In der Nähe. Da haben wir irgendein Bretterding kaputt haben müssen. Komm binne auf den Club, ne? Oder wie war das? Da sind auf jeden Fall haufenweise Geldscheine drin. Auf jeden Fall bin ich jetzt Mr. Samurai. Ah, Gadashina! Ja, das sind so Kamikaze. Kamikaze! Ach ja, hab ich auch letztens immer herausgefunden, wenn sie Alkohol pur trinkst, das halt ab. Echt? Ja. Was ist denn? Früh, aber es
Was ist der Nebeneffekt? Nix. Ah, ja, den kenne ich. Den Nebeneffekt kenne ich. Ach ja, stimmt. Du hast... Guck dir den an. Der ist irgendwie... Dem Lab... Guck mal, was, wie guckt der denn aufs Laptop? Der hat sich das Laptop in den Bauch geschoben. Vielleicht steht das deswegen auch. Hat CGD-Amis rausgekriegt. Wo macht der das? Ah, das sind Soda-Dosen. Soda! Soda ist gut. Und, ja, genau, da war die Taschenlampe. Klar, zumindest. Yeah, Taschenlampe. Was ist denn das hier? Soda-Kiste. Oh, noch mehr Soda. Robbinger, hast du die Taschenlampe? Hey, nein, wie soll ich die denn haben? Wir sind doch zum 1. Mai. So zweihändig mit zwei Katanen. Ich weiß, Leute. Oh, das klang aber nah. Ein Katana ist eine Zweihandwaffe. Hilfe, das klingt nicht gut. Nee. Das klingt nah. Oh, oh. Take this. Oh, Alter, ich sehe... Ich kann hier kaum was sehen. Oh, oh, das ist der Dicke, ist hinter mir. Der Dicke. Hier ist ein Seil. Ah, Hilfe. Wo sind wir? Das ist das Seil. Da. Nimm das Seil. Ich bin am Seil. Alter. Schmeiß mal die Leichen da runter. Was denn? Da ist irgendwo der Dicke, pass auf. Ah. Bist du an mir vorbeigesprungen? Ja, aber man verliert keinen Schaden. Das ist nicht so hoch. Ich hab mir die zwei Leichen noch geholt, ne? Dass wir Knochen kriegen. Das war aber knapp, ne? Wo ist sie denn? Ach, da. Keine Ahnung, jeder verbrennt eine und dann ist gut, oder? Keine Ahnung. Ich leg die einfach dazu, so. Zack. Warte, mach Molly. Kommt der jetzt hier runter oder nicht? Ich glaube nicht. Also da oben ist ja echt ungemütlich, das sag ich dir. Ja, schon, ne? Ihr habt leider wieder ein Rüstungsteil verloren. Jetzt habe ich nur noch 4. Mir wird die gar nicht angezeigt irgendwie, aber ich brauche auf jeden Fall noch Knochen. Gehen wir in der Inventar und dann ganz unten rechts in der Ecke. Vielleicht liegt die Rüstung noch da. Die musste ja, Nee, liegt nichts. Dann ist schon kaputt gegangen. Kann auch sein, ja. Alles möglich. Also ich Boah, Bruno. Also Bruno ist echt böse, du. Bruno. Bruno, ja. Big Bruno. Ah, Bruno, ne? Und ist das hier oben windig? Windig? Ja. Ach so, musst du mehrere davon tragen oder was? Ja, genau, du kannst 10 Rüstungsteile tragen. Du kannst da verschiedene Sachen tragen. Du kannst aus Echsen. Dann habe ich das falsch verstanden, und, weißt du? Wir kannten eigentlich, das ist nämlich neu, wenn du Mutanten umlegst, dann kannst du das Mutantenhaut eine Rüstung machen. Aha. Aber das ist ein bisschen. Ich glaube, das ist ein bisschen früh. Ich leuchte dich mal von unten an, ne? Ja, nicht, dass ich den Furz los und dann gibt's hier eine Methanexplosion. Es ist keine Gefahr, es ist eine Taschenlampe. Es klingt nach Nacht. Ja. Saul sieht da nur noch so eine Feuersäule nach oben. Da ist die hohe Höhle, wo du hin musst. So ein Feuerstreifen. Ja, leider. Ein schöner Sonnenaffen. Ja, ne? Toll, ne? Genieß die Sonne. Genieß das Bild. Frieden. Ja. Da. Knochen! Boah, es ist echt schwierig so zu kämpfen. Ja, ich konnte leider nicht machen. Ich verstehe das auch. Ist der letzte auch weg? Boah, dann müsste er doch irgendwo sein, oder? Egal. Börsen liegt die Leiche, nimmst du den mit? Hä, ich wollte gerade den Typen vor mir mitnehmen. Wo ist jetzt der andere? Den hab ich gerade mitgenommen. Da liegt noch eine. Jo, was war denn das? Keine Ahnung, aber irgendwas Großes muss hier sein, weil irgendwas fällt hier Bäume. Kann das sein? Rennen wir mal zu uns in der Basis. Du holst mir da immer der Knochen mit. Jo. Ja, meine Rüstung ist auch schon wieder komplett weg.
Ein bisschen doof, wenn man nicht gezielt zuschlagen kann. Weiß. Komm mal her! Ich hab sie gefunden! Ich hörte einen Schrei. Die hängt unter meinem Haus fest! Guck mal her! Die kommt hier nicht raus! Ja, wie komme ich da jetzt hoch am besten? So, einmal da hoch, so. Na, das geht nicht. Die ist unter meinem Haus. Da wollen wir doch mal jetzt nachgucken gehen. Hausfriedensbruch hier. Hausfriedensbruch. Ja, komm da mal raus, Mädel! Ich habe meine eigene Haussklavin. Ja, man hört. So, hier bin ich, Lady. Kommt die da nicht raus? Ne, die kommt da nicht raus. Da seid ihr doch schon entgegengekommen. Wisst ihr, was wir bauen könnten? Eine Hasenfalle. Komm! Eine Hasenfalle. Komm! Oh, sie kann mich aber hauen. Oh, fuck! Sie hat mich sogar getroffen, Alter. Komm mal schnell hier runter. Ach, warte mal. Medizin ging... Medizin ging ja auch, sagt er. Gibt's ja gar nicht. Die haut da einfach durch. Aber sie kommt da nicht raus. Was machst du denn schon wieder? Wo genau bist du? Immer noch unter meinem... Du musst am Haus runtergehen, am Haus. Ja, das geht so. Au. Böse Tante. Ah, da ist er ja. Ja, ich sag ja, die ist irgendwie... Irgendwie ist die garstig. Die haut mir mein Ding kaputt. Jetzt hat die mir schon wieder eingegeben. Die haut meine Hütte kaputt. Und mich auch. Soul, geh da mal helfen. Ich lieg hier schon wieder am Boden. Wo ist er denn jetzt? Ich jetzt da unten. Und da lodert sie. Loder? Heißt sie Loder? Darf ich vorstellen, das ist die Loder. Ja, sie lodert so schön. Der Gerät, ne? So, wollen wir mal schlafen gehen vielleicht? Dann sieht man mehr. Das wäre ganz. Ach, haben wir denn so einen Safe Point? Doch, den haben wir noch, ne? Hier vorne, den kleinen. So, wollen wir mal Bubu machen? Ich penne in meiner Hütte. Baden. Ich glaube, die sind immer noch hier. Kann das sein? Ich gehe mal auf Stocksuche, ne? Leute, ich könnte mal aufrichten gebrauchen. Was könntest du? Haben sie totgeschlagen? Was hast du gemacht? Feuer ist heiß, ne? Bist du durchs Feuer gerannt? Ja, aus Versehen. So, bitte sehr. Guck mal, was hier gewachsen sind, die Bäume. Das sind Träumchen. Hier sind ganz viele dünne Bäume. Ja, ab einem gewissen Abstand kann man diese Sträucher schon kaputt hauen. Nur in der Nähe von seiner Base wäre es halt cool, wenn wir die stehen lassen, weil dann kriegen wir neue Bäume. Ja, wir müssen halt immer so weit latschen. Genau das. Mal kurz im See eine Runde schwimmen. Ah, warum? Weil das kannst, ne? Genau. Hast du dein Seepferdchen gemacht? Ja. War halt blutüberströmt. Ach, ist das schön. Blutüberströmt. Deswegen sagt er das Spiel, geh dich mal waschen. Von der Selbstverbrennung? Ja. Warum machst du denn sowas? Ja, na klar, weil es lustig ist. Dass du ein bisschen Spannung reinbringst, ne? Ja. Action! Oder wolltest du einfach der Burner sein? Das auch. Ah, das wird sein. Fällst du jetzt mal um? Das ist ja dumm. So. Also ich muss ja sagen, mit diesem Effekt, den ich hier... Wo bin ich? Ach da. Das ist ja auch lustig, wenn man damit durch den Wald rennt, ist das schon ein bisschen... Ja. Sieht ganz lustig aus. Ja, aber sieht irgendwie auch ganz lustig aus. Ja, da bin ich dann auf der Folge mal gespannt. Ja, ich auch.
Tatsächlich sogar. Also, was ist denn das hier? Ein Bein. Ich kann mich mit dem Bein ausrüsten. Ah, Armor. Ja, das klingt doch gut. Das machen wir doch mal. Fresh Rohr. Stock. Ich habe hier noch rohes Fleisch, sehe ich gerade. Das könnte ich mal ins Feuer schmeißen. Ja. Könntest du machen. Und der Kamin wird langsam fertig. Ja, immer wieder was so Steine, die klatschen. Oh, dieses Licht, das ist so hell. Wird kein leichtes sein. Hä? Bis? Hus? Was? Hus? Karl? Oh mein Gott. So, ich wollte noch mal ein Soda trinken, glaube ich. Was läuft da, eine Spinne? Unterm Stein, ne? Ja, guck mal, dann haben wir die Dinger fertig. Das ist doch perfekt. Dann haben wir wieder ein schönes Ende hier, oder? Ja. Bin mal auf die Folge gespannt. Es könnte natürlich passieren, dass das in der nächsten Folge genauso aussieht, weil wir immer zwei Folgen gleichzeitig aufnehmen. Ich hoffe, dass ich das gefixt kriege, das Problem. So, ja. Würde ich sagen, sieht geil aus. Machen wir hier den Cut, oder? Jo, war ja dafür. So, ne? Soul fällt noch fleißig Bäumchen, während wir. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wir haben es wieder gehabt. Wir bedanken uns natürlich fürs Einschalten, ne? Seht ihr auch so, ne? Finde ich auch, finde ich gut, finde ich krass cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen oder so da. Freuen wir uns immer drüber, wisst ihr ja. Oder einen netten Kommi, das ist auch immer schön. Und wir machen hier jetzt gleich weiter, also Folgeaufnahme und Plan fürs nächste Mal, glaube ich mal, jetzt so ein bisschen Wasserversorgung stellen, also Schildkrötenpatzer. Yep. Strandausflug nennt man das, glaube ich, auch. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und in diesem Sinne immer schön dran denken, Spaß ist, was du daraus machst. Tschö! Servus.